Yo, liebe Malonzo-Gang, herzlich willkommen zu einem neuen Format und zwar der W-News. In diesem Format werde ich euch auf jeden Fall up-to-date halten, alles rund um der W. Falls ihr auf jeden Fall mal Bock habt, dass wir das mit den Onkels machen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, liebe Leute, gebt dem Video gerne ein Like, gerne ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir starten auf jeden Fall mal in die News des heutigen Tages rein. Wie wahrscheinlich viele von euch schon wissen oder auch nicht, hat der W letzte Woche Mittwoch die der W-Tour 2024 angekündigt, dieses Mal eine Akustiktour. Dazu lese ich euch auf jeden Fall mal ganz kurz den Post vor. Der W offiziell auf Instagram. Der W geht auf Akustiktour. Liebe Leute, es gibt große Nachrichten. Der W geht im Mai 2024 auf Akustiktour. Wir brechen aus unserer gewohnten Klangwelt aus und gehen gemeinsam auf eine einzigartige musikalische Reise. Emotionale Songs im ganz neuen Gewand, die Schönheit akustischer Instrumente in einer unvergesslichen Atmosphäre in besonderen Locations. Noch intimer, noch bewegender. Ticketlink ist in der Beschreibung. Also ja, Leute, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Da habe ich es euch auf jeden Fall auch nochmal verlinkt. Für die Leute, die sich auf jeden Fall nochmal ein Ticket grabben wollen, gibt's was in der Videobeschreibung oder schaut einfach nochmal in die Kommentare. Ja, Leute, das klingt auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Die Tourdaten werde ich euch auch ganz kurz nochmal vorlesen. Der W Akustiktour 2024 vom 15.05. bis zum 29.05. wird das Ganze stattfinden. Ich werde euch an der Stelle auf jeden Fall nochmal die Tourdaten alles einblenden, damit ihr Bescheid wisst, wo das Ganze ist. Und ja, Leute, das scheint alles schon ganz interessant zu klingen. Ich freue mich auf jeden Fall, was da auf uns zukommen wird. Ihr könnt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben, bei welcher Location ihr dann am Start sein werdet, von denen, die ich euch jetzt gerade eben eingeblendet habe. Würde mich auf jeden Fall gerne mal interessieren. Aber eine Frage steht jetzt auf jeden Fall noch im Raum. Was ist eine Akustiktour? Diese Frage klären wir natürlich ganz kurz, liebe Leute. Dazu habe ich natürlich auch noch mal was herausgefunden. Also bei einem normalen Konzert muss man sich es vorstellen, liebe Leute, dass alles elektronisch ist und bei einer Akustiktour eben keine Elektronik benutzt wird, sondern nur an sich die Klangkörper von den Instrumenten. Und an sich finde ich das eine geile Sache. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet, liebe Leute. Das würde mich mega interessieren. Oder auch die Frage, ob dieses Mal vielleicht wieder Elvis dabei ist. Das werden wir wahrscheinlich noch in näherer Zukunft herausfinden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da auf jeden Fall noch auf uns zukommen wird. Das sollte es auf jeden Fall gewesen sein, liebe Leute. Heute zu der W. Habt ihr noch Vorschläge, worüber man nochmal berichten könnte? Dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Vergesst das Video nicht zu teilen, gerne einen Daumen nach oben zu geben. Und in dem Sinne, liebe Leute, wünsche ich euch noch einen positiven Tag.